Ich bin ja schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Heimtrainer. Meine Wohnung ist sehr klein und deswegen passt da nicht viel rein. Bisher benutzt habe ich einen Stepper, der ist okay, der macht auch eine Weile Spaß, aber auf Dauer wird er doch schon ganz schön langweilig. Jetzt habe ich Ausschau gehalten, da ich ja viel Sport machen möchte eigentlich, aber nicht immer rauskomme, nach einem Gerät, was ich hier zu Hause nutzen kann, was aber platzsparend ist, aber trotzdem mir jedes Kilogramm Kalorien aus dem Fettbauch kitzelt, was geht. Ja, ja, so in der Richtung ungefähr. Jedenfalls habe ich mich schlau gemacht und so einige Sachen entdeckt, die ganz praktisch sind, wie zum Beispiel Klappfahrräder, tatsächlich wie eine Schere zusammenklappbare Fahrräder, die du in die Ecke stellen kannst, dann rausholen kannst und darauf trainieren kannst. Okay, dann gibt es auch ölgedämpfte Stepper, auf die du dich stellen kannst und halt auch mit Druck dann dagegen dich bewegen kannst und halt eben so steppen kannst. Und was ich noch gefunden habe, zu guter Letzt, das waren Laufbänder. Zusammenklappbare Laufbänder, auch sehr, sehr cool. Das heißt, du hast eigentlich nur so ein kleines Brett, das kannst du so zwischen Schrank und Tür stellen oder unter das Bett legen. Und du klappst auf und du hast ein wunderbares Laufband. Alle zusammen mögen nützlich sein, aber haben einen gewaltigen Nachteil. Einen, der mir zum Nachteil gereicht. Denn ich wiege 150 Kilogramm und keines dieser Geräte wird mich aushalten. Das Klappfahrrad wird einbrechen, der Stepper wird den Geist aufgeben, das Laufband wird einfach streiken. Also was bleibt mir? Weiter auf meinen alten Stepper rumzutreten. Oder etwas zu holen, von dem ich weiß, es hat kaum Platzverschwendung. Also es braucht keinen Platz in der Wohnung. Es ist von der Preis-Leistung her auf jeden Fall in einem günstigeren Bereich. Und es treibt mir wirklich jeden Schweiß aus den Poren, der in mir drin ist. Das habe ich mir jetzt bestellt und das wollte ich mit euch zusammen auspacken. Denn ich habe schon wieder 3 Päckchen bekommen. Und in einem von diesen Päckchen ist das drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was in anderen drin ist. Ich habe irgendwie in letzter Zeit einen Einkaufsrausch und ich weiß gar nicht, was ich bestelle. Mein Gott. Aber das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Ich habe 3 Päckchen, wie gesagt. Wir starten jetzt mit dem leichtesten. Okay. Dieses hier ist das leichteste. Und ich kann mir schon denken, was da drin ist. Das Ganze ist etwas, das auch fürs Training gut sein soll. Es ist, Achtung, eine Hose. Das ist quasi eine neue Sporthose für mich. Ich bin ja schon ein bisschen dicker geworden letzter Zeit, was mir nicht gefällt, aber mich nicht aufhalten sollte, Sport zu machen. Also habe ich mir jetzt eine Hose bestellt, die, schaut her, kann man sehen, ja, 6XL groß ist. Das ist ein massives Monster an Hose. Aber es sorgt dafür, dass ich irgendwie nicht nackt irgendwo rumrennen muss, um Sport zu machen. Und mit den richtigen Klamotten macht es ja auch mehr Spaß. Denn wenn ich zu enge Hosen anhabe, dann schnürt mir das die Luft ab und dann höre ich auch schneller auf. Und Sport soll Spaß machen. Na gut. Okay, das war die Hose. So, jetzt habe ich... jetzt habe ich 2 Päckchen bekommen. Die ziemlich identisch sind. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Also ich weiß, in einem ist das Trainingsgerät drin. Und ihr seht schon, auch wenn die Päckchen groß sind, das ist sehr platzsparend. Ich habe keine Ahnung, was in dem anderen drin ist. Rechts, links, rechts, links. Was nehmen wir? Ich starte mit dem hier. Gut, du wartest. Ach du Schande. So, jetzt hoffe ich nicht, dass irgendwas drin ist, was peinlich werden könnte. Also jedenfalls auf der Rückseite ist schon mal hier das Akkuzeichen drauf. Das heißt, es ist irgendwas mit Strom und das würde auch zu meinem Sportgerät passen. Denn es ist ein Gerät, das elektronisch betrieben wird. So, okay. Einmal hier, einmal da. Öffnen wir die geheime Box. Schauen, was drin ist.
Moment. Okay, was habe ich mir bestellt? Es ist... Ja, es sieht aus wie ein Sportgerät, aber es ist keins. Ich bin doch ein Freak. Ich bin ein anderer Kamera-Freak. Und das hier, das ist ein Gimbal für meine Kameras. So, kann man so sehen, ja. Das hier ist wohl so das kleinste Gimbal, was ich bisher gesehen habe. Wer nicht weiß, was ein Gimbal ist, das ist ein Stabilisierer. Und der hier, der dient dazu, dass ich halt, wenn ich unterwegs bin und eine große Kamera dabei habe, kann ich die freihändig bewegen und damit dann quasi sehr schöne Kamerafahrten einfangen. Das ist auch klasse, wenn ich vloggen will, also sprich, wenn ich in die Kamera sprechen will, dann habe ich auch ein schweres Gerät, was auch total verwackelt wäre, sehr laufruhig. Und das möchte ich, denn mir geht's auf die Nüsse. Jedes Mal, wenn ich draußen Vlog-Videos mache, muss ich entweder eine kleine Kamera mitnehmen, die halt nicht so eine Qualität hat, wie eine große Full-Frame-Kamera. Oder ich nehme die große mit, aber dann muss ich entweder ein Stativ mitnehmen und das ist sehr aufwendig alles. Oder ich nehme es halt in die Hand und dann wackelt's. Und es ist alles keine optimale Lösung. Deswegen habe ich jetzt das hier bestellt. Es war Amazon Prime Day zu dem. Quatsch, Prime Day? Ja, doch, tatsächlich, so heißt der Mist. Amazon Prime Day war gewesen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video gemacht wird. Und diesen hier habe ich 90 Euro billiger geschossen. Musste sein. Aber um den geht's nicht. Ich meine, auch das ist ein Sportgerät, aber eher für draußen. Das wird mir auch ein paar Muskeln abverlangen. Aber wir wollen ja was anderes. So. Okay, kommen wir zum letzten Päckchen. Das hier ist es aber jetzt. Das ist das Sportgerät, von dem ich geredet habe. Klein, kostengünstig, sehr effektiv und macht tierisch Spaß. Diese Woche habe ich eine Challenge laufen. Ich habe sie gestern verkackt, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte jeden Tag eine Stunde Sport machen. Gestern habe ich es nicht geschafft und es ging mir schon wieder auf die Nerven. Deswegen ist das gut, dass das hier da ist. Denn das wird mir unheimlich helfen, weiter Sport zu machen. So, ich packe es mal aus. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dieses Gerät hier sollte sich jeder Übergewichtige überlegen anzulegen. Auch wenn er eine größere Wohnung hat. Weil damit machst du unheimlich verschiedene Arten Sport. Du kannst auch Sport im Sitzen machen. Also sprich, du musst gar nicht irgendwie aufstehen dafür. Ich habe das probiert. Ne? Selbst im Sitzen kannst du dich wirklich bis zur Erschöpfung bringen. Ja, und da ist es auch schon. Bunte Bilder auf der Rückseite und wenn ich es umdrehe, ist es eine Virtual Reality Brille, eine neue. Ich habe hier schon eine. Und habe mit der die letzten Tage auch schon viel trainiert. Und das hat mir einen Puls bis 180 gebracht. Ach, Moment, ich mache mal das Päckchen weg hier. Das hier ist was Neues. Es kostet 300 Euro in der kleinsten Version. Also ist auf jeden Fall in der Preisklasse von einem besseren Sportgerät. Also wer sich so ein Fahrrad anlegt, der wird eh nicht viel Geld bezahlen müssen. Ja. Dazu kommt noch, dass du ein bisschen Software dazu kaufen musst, Sportsoftware, auf die werde ich später noch zurückkommen. Im Endeffekt hast du aber damit ein Gerät, mit dem du ganz, 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 ganz viel Bewegung machen kannst, das aber auch viel Spaß macht und dir helfen kann, abzunehmen. Das hier ist ein Gerät zum Abnehmen, ohne Mist. Ich hätte selber nicht geglaubt. Aber wenn ich das vergleiche, was ich bisher mit dem Stepper zu Hause gemacht habe, im Gegensatz zu dem, was ich mit so einer Virtual Reality Brille gemacht habe, da liegen Welten dazwischen. Und ich bin jemand, der in Sportstudios drin ist. Ich war in bis zu 3 Sportstudios gleichzeitig. Ich habe bis zu 5 Tage die Woche 2 Stunden lang jeden Tag trainiert. Gut, diese Tage sind vorbei. Aber ich weiß, wie es ist, wenn du richtig Sport machst. Und das hier ist für mich, für zu Hause bisher, das, was einem Sportstudio am nächsten kommt. So, hier nochmal ganz kurz. Das hier ist The Climb. Das ist einer der Spiele, mit dem ich wirklich schon sehr viele Höhenängste ausleben musste, aber auch viel Spaß hatte. Und das wirklich auch eins der besseren Sportspiele ist. So, ganz kurz nochmal. Einen Haken hat das Ganze. Wer sich das bestellen will, ja. Das Ganze ist von Facebook. Moment, ich drehe es mal richtig rum. So, das Ganze ist von Facebook.
Das bedeutet, dass du dich, wenn du sowas spielen willst, mit einem Facebook-Account einloggen musst. Es ist erforderlich. Es ist keine Sache, die du aussuchen kannst, sondern es steht auch hier für die Nutzung. Moment, hier sieht man es jetzt. Für die Nutzung des Gerätes sind ein drahtloser Internetzugang und ein Facebook-Konto erforderlich. Und man benötigt ein Smartphone und eine App, wo man sich dann quasi die Software draufladen kann. Der gewaltige Vorteil von diesem Gerät ist, dieses Gerät braucht sonst keinen Computer, es braucht kein Kabel, es braucht gar nichts. Es braucht nur dieses Gerät und deine Hände und deinen Körper. Selbst diese Joysticks, diese Controller hier, sind nicht unbedingt nötig, denn man kann tatsächlich auch direkt eine Handsteuerung machen. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Jetzt machen wir erstmal das Ding auf. Das ist echt ganz schön klein. Da kommt kein Stepper mit, kein Klappfahrrad und auch kein klappbares Laufband. So. Okay, hier haben wir nochmal ein schönes Logo. Okay, das Mysterium der Box. Wie soll das geöffnet werden? Ah, ganz einfach. So, wir öffnen. Und da sind wir auch schon zu Hause. Das hier ist alles, was man braucht. Man kann es sogar mit Brille tragen. Dafür gibt es dieses Ding hier. Das kannst du hier noch reinbauen. Das geht auch relativ simpel. Tatsache ist halt, dass wenn du das hier nimmst, mehr musst du nicht machen. Du setzt es auf und das war's dann. Ja, sitzt ganz angenehm, hat hier Lautsprecher drin, hat hier, du kannst aber auch Kopfhörer auf dran machen und so, ne? Aber im Grunde genommen, das ist das alles, was du brauchst. Du kannst damit verreisen, im Hotel, überall sonst hingehen, wo du wenig Platz hast, und du kannst damit trainieren. Du brauchst natürlich um dich herum ein bisschen mehr Platz, ja, also man sollte quasi 3x3 Meter um sich herum haben. Es geht auch weniger, wenn man sitzt. Allerdings, man sollte aufpassen, dass man nicht irgendwas um sich hat, was man dann umhauen kann, weil man sieht es nicht unbedingt. Das hier sind die Bewegungscontroller. Haben halt hier ein paar Knöpfe. Die werden dann so gehalten. Genau. Ist halt ziemlich interessant. Man kann damit also ganz gut greifen. Und es kommt so ein bisschen ans Leben heran. Ist aber nicht wichtig, weil die meiste Zeit nimmt man das eh nur, um zu boxen. Das mache ich damit sehr viel. Um damit Sachen kaputt zu hauen. Oder um damit tatsächlich zu laufen, im Stehen oder damit zu klettern und so. Also man macht ganz viele Cardio-Bewegungen. Und da ich ja hier eine Apple Watch habe, schmeiße ich die halt auch an und messe das Ganze. Und was für Werte daraus kommen, ist echt krass. Ja. Also wenn ich Sportspiele mache, die gehen bis 180 Herzschlag bei mir. Ne? Aber es macht auch Spaß. Dadurch, dass es halt eine Gamification ist, also Spaß dabei ist, also Spielspaß dabei ist, bist du sehr motiviert, es wirklich durchzuziehen, ja, und bis zum Ende dran zu bleiben. Weil wenn man im Sportstudio ist oder auf dem Laufband, da unterhältst du dich mit Musik oder irgendeinem Fernseher vor deiner Nase und weißt aber, dieses auf der Stelle treten ist öde. Ist halt so. Jeder Sportler weiß, was ich meine. Draußen im Wald laufen ist besser, aber geht halt nicht immer. Deswegen ist es cool, wenn man hier ein Gerät hat, das dich herausfordert. Nicht zwingt, sondern herausfordert. Und das tut das halt. Ja. Und ja, ich werde das jetzt die nächste Zeit genau testen. Ich habe vor, damit auch mal den Erwin zu belästigen. Erwin ist ein Profi-Trainer. Und ich möchte mal von ihm seine Meinung hören. Und er soll auch mal unter die Brille gehen und das Ganze ausprobieren. Wenn ihr übergewichtig seid, wenn ihr wenig Möglichkeiten habt, euch zu bewegen, oder wenn ihr Krankheiten habt, die verhindern, dass ihr euch bewegen könnt, dann hilft diese Brille. Überlegt euch das ernsthaft, es als Möglichkeit zu betrachten, mehr Bewegung und Sport in euer Leben zu bekommen und damit euch zu verbessern, also euren Lebenszustand zu verbessern. Ich werde das in nächster Zeit jetzt explizit ausprobieren, werde euch davon auch berichten, euch mal ein bisschen was vorstellen von dem, was ich mache, und euch auch zeigen, was da bei mir passiert. Ich bin Tikva, ich nehme gerade ab, mache intermittierendes Fasten, bewege mich viel, habe jetzt, seitdem ich mit diesem ganzen Vlog gestartet habe, 2 Kilo abgenommen. Ist nicht die Welt, aber ist ja auch eine Woche her, seitdem ich gestartet habe. Also dementsprechend ist das gar nicht mal so schlecht. Gut, ich hau mich raus und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, was ich mache, schreibt mir das in die Comments. Schreibt mir überhaupt mal, was ihr davon haltet, virtuell zu trainieren, ob das was für euch ist oder ob ihr das für den letzten Müll haltet. Wenn ihr
was ihr gesehen habt, mögt, dann zeigt mir das mit einem Like und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann gibt es hier weitere spannende Experimente von jemandem, der dick ist und versucht, auf ungewöhnliche Art abzunehmen. Also, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich schaue mich jetzt unter die Brille, bin raus, Tikva aus.